Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading hätte ich fast gesagt. Nein, zum JFD Devisenradar. Das JFD Live Trading, meine lieben Zuschauer, das können Sie immer auf dem JFD Desktop verfolgen. Heute hier soll es natürlich nicht um Indizes und Rohstoff oder Aktien gehen, wie zumeist auf dem JFD Desktop, sondern hier heute natürlich im JFD Devisenradar um Währungspaare und speziell hier bei den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Doch lassen Sie mich ganz kurz mal darauf hinweisen, meine lieben Zuschauer, für die, die es alle nicht mitbekommen haben, JFD senkt die Gebühren fürs Trading, insbesondere Forex und natürlich CFDs. Und Forex gibt es hier einen satten Rabatt von 25% und für alle Index-Trader, die dürfen hier mal wahrlich aufjubeln. Hier nämlich nur mit 10 Cent je Half-Turn pro CFD eine Preissenkung von ganzen 60%. Also hier eine Riesenhausnummer, aber natürlich auch Forex hier mit 5,50 € je 100.000er Einheit, Schrägstrich einem vollen Lot, hier wahrlich eine richtige Attacke. Und dies, meine lieben Zuschauer, ist natürlich nur von Vorteil fürs Trading, denn Handelsgebühren sind natürlich indirekte Kosten, die sich zwangsläufig aufs Trading auswirken können. Und wenn Sie hier die Möglichkeit haben, natürlich günstiger zu handeln, dann ist das mal eine richtige Hausnummer. Günstiger handeln, was und wie, das stellt sich natürlich immer die Gretchenfrage. Dazu eben hier US-Dollar-Yen heute im Fokus. Der schaut nämlich ganz interessant aus. Warum? Weil wir hier natürlich übergeordnet und jetzt mit dem Blick auf den Wochenchart die Konstellation haben, dass wir hier seit Anfang 2015, besser gesagt über das Jahr 2015, mit Beginn dann 2016 insbesondere hier diese Top-Bildung abgeschlossen haben. Und der Markt jetzt hier buchstäblich in einem super intakten Abwärtstrend verweilt, der sich hier sogar durch so einen Abwärtstrendkanal definieren lässt. Und dieser Abwärtstrendkanal zeigt im Prinzip, dass das Währungspaar ja immer noch im Korrekturmodus steckt. Und dies, obwohl natürlich die letzten 2 Wochen, das sehen wir hier mit dieser, nehmen wir mal den Pfad raus, mit diesen Wochenkerzen, also sprich in der Vorwoche ging es nach oben und die auch aktuell laufende Handelswoche natürlich auch mal eine richtige Hausnummer. Die Frage ist eben nur, ob die Kerze so bleibt. Und da wird sich morgen sicherlich zu den Non-Farm Payrolls 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht einiges tun. Da schielt ja die Notenbank immer drauf auf die konjunkturelle Basis, auf die Ausgangslage. Und da wird sich natürlich sicherlich ein Impuls ergeben können, der hier auch nochmal für wilde Turbulenzen sorgt. Aber technisch gesehen lässt sich vermuten, dass hier nicht mehr viel nach oben geht. Also es dürfte hier spätestens im Bereich 104 Yen wohl eine Umkehr geben dürfen. Spike darüber muss natürlich mal einkalkuliert werden, gerade zu den Non-Farm Payrolls, aber wenn wir per Wochenschluss hier irgendwo im Bereich 103,50, 104 Yen stoppen, dann dürfte die nächste Woche sicherlich eher bärisch werden. Die Marke von 100 Yen hat bisher immer gestützt. Das ist ja sozusagen auch die magische Hausnummer, die sicherlich auch die Bank of Japan im Kopf hat. Ob hier Interventionen erfolgten, darüber wollen wir jetzt gar nicht mal spekulieren. Letztlich ist das ein sicher annehmbares Key-Level, wo die Bank of Japan auch einen Blick drauf hat bei diesem Major-Pair. Aber es ist durchaus anzunehmen, dass hier ein Bruch erfolgen könnte. Wie gesagt, kurzfristig bietet sich hier durchaus, das schauen wir gleich im Tagesschart speziell an, eine obere Umkehr an, und sollte diese natürlich dann hier in Richtung 100 Yen-Marke gehen, dann wird es da nochmal spannend, denn wenn wir die nämlich hier auf Wochenbasis brechen, dann deuten sich hier nochmal einige 100 Pips an Abwärtspotenzial an, und die Zuschauer, die das Devisenradar regelmäßig verfolgen, wissen, dass hier das nächste Level, also hier im Bereich 97 Yen vorgeschaltet ist, aber eigentlich dann auch noch viel mehr, wenn wir uns jetzt diesen Chart noch ein Stück weit zusammenstauchen, hier bei 94,50 ungefähr. Also es werden definitiv die nächsten Abwärtsziele, die hier vorausliegen, sobald die 100 Yen-Marke gebrochen wird. Das jetzt mal zum großen Bild, und damit wollen wir auch jetzt gleich mal in den Tagesschart wechseln, um den Zoom zu vollziehen und in den Chart einzutauchen. Den hatten wir auch gestern schon im JFD-Devisenradar-Webinar nämlich besprochen. Hier dieser intakte Abwärtstrend, der Chart selber in der Heike-Naschi-Kerzendarstellung, eine Trendfolge, ja, Visualisierung des Charts. Und wir hatten hier damals im Juli schon die Situation, dass wir eine Erholungsbewegung von der 100-Yen-Marke gesehen haben, diese dann hier an diesem Widerstandslevel um 106,30 eben stoppte, zudem hier diese obere schräge Trendlinie das Ganze auch noch als, ja, Widerstand befeuerte. Und dann hatten wir auch noch die Fibonacci-Retracements oder das 61,8er-Retracement vielmehr als vorausliegenden Widerstand, und das war hier definitiv ein Kreuzlevel, und insofern dann hier die Idee, eine schwarze, eine negative, bärische Heike-Naschi-Kerze abzuwarten. Und Sie sehen ja selber, was dann tatsächlich passierte. Der Preis fiel, und genau die gleiche Situation haben wir jetzt. Natürlich
Aufgrund der Erholungsbewegung und des Trendfolgeimpulses bietet sich jetzt hier auf aktuellem Niveau nicht unbedingt ein Short an. Eher denn mal abwarten, was hier an diesem Widerstandsbereich passiert. Hier knapp 103,50, 104 Yen eben. Wie gesagt, morgen dann von Paywalls, da kann es auch nochmal wild hin und her gehen. Aber sollte sich hier auch meinetwegen mit einem kleinen Spike darüber dann morgen oder Anfang nächster Woche hier eine schwarze Umkehrkerze, eine schwarze negative bayerische Heike-Nasche-Kerze zeigen, dann kann man hier durchaus mit einem ja, relativ engem Stopp über dem Hoch der letzten Bewegung zum Beispiel oder hier einem markanten Level von 105,50 oder dergleichen auf eine Abwärtsbewegung eben hier nochmal in Richtung von 100 Yen spekulieren. Und wenn dies natürlich dann dazu führt, dass dieses Level aufgegeben werden würde, dann locken hier nochmal unter Swing-Gesichtspunkten durchaus einige weitere 100 Pips gen Süden. Das Ganze wird auch noch befeuert und das ist eine hervorragende Voraussetzung hier. Sie haben es am Anfang vielleicht schon gesehen durch die Seasonals, also hier die saisonalen Tendenzen. Und da sehen Sie ganz klar, der September steht hier im Fokus von fallenden Preisen. Und das gepaart mit dem aktuell vorausliegenden Widerstandslevel ist einfach eine Kombination, die zugegebenermaßen statistisch wahrscheinlich eine Abwärtsbewegung zulässt, die hier eben dann genau das Szenario eines Rückschlages präferieren lässt. Sicher ist natürlich an den Märkten überhaupt nichts, das wissen Sie auch. Man muss hier mit einem gewissen Risikomanagement arbeiten. Das heißt, es verspricht sich natürlich hier nicht, dass es hundertprozentig zu einer Umkehr kommen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist im Zuge dessen, dass wir die Saisonalität und die technische Voraussetzung haben, eben durchaus hoch. Abwarten, was passiert. Über 105, 155 Yen würde ich das Szenario eher on Eis legen und einfach sagen, okay, das war wohl ein Satz mit X, nämlich nichts. Dann dürfte der Preis durchaus weiter steigen können. Also hier der US-Dollar Stärke erfahren, der Yen weiter schwach bleiben. Aber ob das eben so kommt, das gilt es mal abzuwarten und somit, meine lieben Zuschauer, verabschiede ich mich sogar jetzt schon schnell vom Devisenradar, denn ich werde in Kürze auch noch eine DAX-Analyse auf den Gottmold bringen, auf die Startseite, beziehungsweise auch dann hier nochmal im Web streuen, denn der DAX heute auch mal gar nicht so uninteressant. Lassen Sie sich überraschen. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.